Ja, ich begrüße dich recht herzlich hier zum nächsten Let's Play Bundesliga. Und zwar vom fünften Spieltag. Wie du sehen kannst, vom VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC. Also Wolfsburg gegen Berlin. Wird auf jeden Fall eine spannende Partie. Wolfsburg ist auch eine Mannschaft, die ich noch nie gespielt habe. Aber die ja auch echt nicht schlecht ist. Steht auch nicht zu Unrecht in der Champions League und oben. In der Tabellen, ja, nicht spitze, aber die sind ja schon ganz gut dabei diese Saison. Schade, dass der nicht gepasst hat. Ich kenne auch gar nicht jetzt außer De Bruyne, Dost. Wen gibt es denn noch bei Wolfsburg? Die haben hier doch den Dings gekauft. Den hier unserem Weltmeister, Schürrle, den André. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die sich tun. Ich kenne die Spieler und die Eigenschaften von denen gar nicht, aber das sollte auch kein Hindernis werden, hier gegen Hertha BSC dann zu spielen. Eieiei. Zum Glück nur eine Ecke und kein Freistoß. So, Dost schicken wir schon mal nach vorne für den Abprallball, der auch sofort kommt, aber eben auf den falschen Mann, De Bruyne. Ich glaube, De Bruyne, der ist gar nicht mal so langsam. Fünfter Tag der Bundesliga. Wer die Bundesliga nicht nur bei uns, sondern auch im Echt verfolgt, der wird natürlich, ja, wissen, dass meine Lieblingsmannschaft, die Borussia aus Mönchengladbach, sich momentan echt schwer tut. So, sollen wir Dost schicken? Wir schicken Dost, aber der Ball kommt nicht an. Und dann schicken wir De Bruyne. Und De Bruyne läuft schon alleine auf den Torwart zu. Oh. Kommt aber nicht zum Abschluss, weil sich ein Gegner dazwischen fummelt. Schön den Ball abgefangen. Und dann kommt der Ball auf Caligiuri, Abpraller auf De Bruyne. Dost muss jetzt hingehen, Druck machen. Perisic, genau, Perisic spielt ja auch noch da. Perisic geht Druck machen. Ja, lässt sich hier aber ein bisschen leicht aus den Angeln nehmen. Und dann sieht es nach einem schnellen Passspiel hier von VfL Wolfsburg. Oh, ein Trick, ein Trick, ein Trick. Caligiuri läuft rein. Ei, kriegt den Ball aber nicht auf. De Bruyne, Arnold zum Kopf. Gustavo. Ach ja, auch ein ehemaliger Bayer-Spieler. Arnold versucht es einfach mal aus der Ferne. Der Torwart der Kraft von Hertha BSC, der hält den Ball. So, Naldo, auch ein Riesenspieler. Er ist echt ein Riese, hat auch eine gewaltige Power beim Schuss. Das weiß ich. Ja, ich kenne sie ja doch. Hab ein bisschen geflunkert. Nein, habe ich nicht, aber ja, man kennt dann doch nicht eben alle. Vom Namen her kennt man sie natürlich. Hier Gustavo, den ehemaligen Bayern-Spieler. Naldo auch schon für das ein oder andere Tor zu haben. So. Ah, Abseitsposition von Kevin De Bruyne, dem belgischen Nationalspieler. Passiert, kommt vor. Nicht weiter schlimm abhaken und weitermachen. De Bruyne möchte hier natürlich am liebsten das ganze Feld in Anspruch nehmen. Arnold auf Perisic, auf Dost, auf De Bruyne. Schickt De Bruyne in die Tiefe. Dieser wird aber ganz gut hier dicht gemacht und dann gibt es den ersten Eckball für VfL Wolfsburg, dem Vizemeister der Saison 2014-2015. Kurze Ecke ausgeführt. Flanke rein und da steht Caligiuri, kommt aber nicht an den Ball. Und Vierinha läuft jetzt hinter Kalou her. Kalou hier ganz gut den Gegner ausgefummelt. Und fast stand's 1-0 hier für Hertha BSC Berlin. Ist nicht so schön für mich, aber ja, was soll man machen? Kurzer Abstoß. Und dann ein langer Ball auf Caligiuri. Wird aber ganz gut gedeckt. De Bruyne am Ball. De Bruyne verliert den Ball aber.
Luis Gustavo zieht einfach mal ab. Arnold stand ganz gut, dass es einen doofen Abpraller geben konnte. Luis Gustavo muss jetzt schnell nach hinten aushelfen. Drängt den Gegner hier an die Außenbahn und verliert dann den Ball. Ah, kein guter Ball hier von, ich weiß gar nicht, wer ist das? Ist das hier nicht der mit dem Zopf? Nein. So, ein schöner Ball. Na, nicht so schön, nicht so schön. Ja, was soll man dazu sagen als Kommentator von diesem Trauerspiel bisher? Oh, 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 jetzt könnte es klingeln. Tut's? Nein, tut's nicht. Wer hat denn da abgeschlossen? Ich glaube, das war Arnold. Nee, Bas Dost wollte abschließen. Hat den Ball nicht sauber getroffen. Ist der Balli mein Bier nicht von den Füßen gerutscht? Ist natürlich auch kein Problem. Passiert auch den höchst bezahlten Spielern mal. Arnold hier zum Kopf. Kriegt den Ball nicht ganz geklärt. Luis Gustavo bleibt dran. Klose, Rodriguez, Arnold, Luis Gustavo schickt, aber mit einem unsauberen Pass wollte er dann. Wer ist das denn? Das ist Caligiuri. Caligiuri schon wieder mit einem unsauberen Pass hier geschickt worden. Bas Dost, bringt er heute noch den ultimativen Pass? Arnold zieht einfach mal ab, trifft die Latte, ist nicht so schön. Wolfsburg ist offensiv auf jeden Fall schon da. Noch nicht ganz wach, Abschlussquote jetzt auch nicht der Hit. Kommen auf jeden Fall schon mal an und in den 16er, aber haben eben auch das Problem, das Tor zu treffen. So, Kevin De Bruyne läuft. Da war der Ball ein bisschen zu weit leider gespielt. Kevin De Bruyne hätte ihn auf jeden Fall bekommen und wäre in der Mitte frei. Wir sind jetzt in der 45. Minute inklusive Nachspielzeit. 4 Minuten Nachspielzeit gibt's. Dürften jetzt gleich dann auch rum sein. Da hat der Herr Tana, der Berliner, auch versucht, jemanden auszutricksen. So, Kevin De Bruyne wird geschickt. Wahrscheinlich wird das der letzte Angriff in dieser Halbzeit sein. Und da ist der Abschluss, der Halbzeitpfiff, nicht der Abschlusspfiff. Auch das kann mal passieren. Ja, wir gehen natürlich dann direkt auf weiter und möchten das Spiel fortsetzen. Und werden hier direkt mit einem langen Ball versuchen, das Tor zu schießen. Aber da sind wir leider nicht schnell und schlau genug und der Ball auch nicht gut genug gespielt gewesen. So, Kalou versucht es jetzt, wird von Arnold aufgehalten. Wir spielen mittlerweile schon recht offensiv. Der Ball auf die Außenbahn in Richtung Bas Dost war dann auch nichts. Müsste Bas Dost auf der Seite sein. So, De Bruyne schickt Caligiuri. Caligiuri kommt nicht an den Ball, ist natürlich auch schade. Hätte wahrscheinlich auch sehr gut funktionieren können. Und zum Tor geführt. Also was der VfL Wolfsburg jetzt hier abliefert, hier am 5. Spieltag, ist natürlich auch nicht feierlich. So. Der könnte endlich mal kommen, kommt aber nicht. Ja, Passquote von Haraguchi. Und heißt er nicht so? Und ein reingedrehter Ball kommt der. Oh, schade, schade, schade. Das hätte besser funktionieren müssen. Schöner Ball. Eigentlich schön, wäre echt ein schönes Tor gewesen. Aber man kann auch nicht immer alles haben. Funktioniert dieses Malheur jetzt? Nein. Dieses Malheur, soll das Malheur jetzt hier mal funktionieren? Also es ist auf jeden Fall für mich sehr schwierig. Oh, yo, fault euch noch gegenseitig. Ihr seid ja auch echte Pappnasen, du. Du Klon. Eieieiei. Ist natürlich ja auch kein Topspiel. Wolfsburg gegen Hertha.
Rodriguez mit dem Ballgewinn. Holt einen Einwurf raus. Schneller Seitenwechsel. Und dann müsste es nach vorne gehen, aber da hebt der Schiedsrichter die Abseitsfahne. Und wer ist das da vorne? Nicht Bastos, das müsste Caligiuri sein, ist gar nicht erst zum Ball gegangen. Caligiuri hat das natürlich direkt gesehen, wollte gar nicht erst zum Ball hin. So. Da ist der Pass in die Tiefe auf Caligiuri. Und der kann einschieben zum 1:0 hier. Caligiuri macht das 1:0, macht den Führungstreffer für VfL Wolfsburg gegen Hertha Berlin. Hier in Wolfsburg, im schönen Wolfsburger Stadion. Wovon wir jetzt an dieser Stelle auch nur den Rasen sehen. So, jetzt heißt es natürlich auch verteidigen oder was möchten wir spielen. Ich glaube, wir gehen einfach noch ein bisschen in die Offensive. Sollte auch nicht das Problem sein. So, Einwurf. Ob wir es nochmal mit so einem schnellen Flügelwechsel hier machen sollten? Nein, hat natürlich nicht. Wieder nicht. Kommt Lauf. Und dann kommt der Ball in die Tiefe, aber da ist schon ein Berliner mitgelaufen. Die Berliner sind eben auch nicht dumm. Wissen natürlich auch, was Wolfsburg kann. Welche Spieler da sind, was die technisch können. Aber schöner Ball in die Tiefe auf. Ich glaube, das war auf Bastos. Das Publikum ist hier auf jeden Fall am Start. Da holt er sich erst den Ball, der Luis Gustavo, und verliert ihn dann. Ganz peinlich. Und jetzt muss VfL Wolfsburg aufpassen. Okay, es war abseits, aber hätte aufpassen müssen, dass der Hertha BSC Berlin oder Hertha BSC Berlin, ja, ne? Hertha BSC Berlin nicht zu nah an den Strafraum kommt. Jetzt kommt hier mal ein langer Ball. Mal schauen, was Bastos daraus macht. Bastos kam erst gar nicht an den Ball, wurde gut abgefangen hier von Berlin. Aber es wird sich bestimmt noch eine Chance hier auftun. Es gab ja schon ein paar Chancen für den Sportclub aus Wolfsburg. Da kommt Bastos. Kam an den Ball, war aber leider zu langsam. Auch das passiert mal, dass die Spieler nicht so schnell sind. Schade. Wäre er da frei außen? Ja, ein Befreiungsschlag kann in Ruhe angenommen werden. Und dann ein schöner Ball auf Caligiuri. Und per Grätsche macht Bastos dann hier in der 76., 77. Minute dann die Entscheidung klar. Hertha wird verlieren mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Der Sack dürfte zu sein, der Tropf gelutscht. Und was es noch alles für Phrasen gibt. Hier hat Wolfsburg eiskalt zugeschlagen. Caligiuri nicht zu eigennützig, sondern auf den Teamkollegen aufgelegt, obwohl es da auch sehr knapp aussah. Jetzt muss Wolfsburg aber aufpassen. Schön hier ins Aus gedrängt. Jetzt bloß kein Ballfahrer. Sehr mutig hier durch die Mitte zu spielen. Und dann kommt wieder ein Ball in die Tiefe und da ist Caligiuri wieder am Start und Caligiuri ist jetzt auch kein schlechter und macht dann eiskalt hier den Sack endgültig zu mit einem 3:0 in der 81. Minute. Ja, was soll man dazu sagen? Wolfsburg wieder in Hochform mit Sternchen, Bienchen und was es damals in der Schule sonst noch alles gibt, Fleißkärtchen etc. pp. Aber Hertha hat bis der Sack dann zu war in der, ich weiß gar nicht mehr, wie viel die Minute es war, gut dagegen gehalten und jetzt wird Bastos nochmal, aber Bastos ist echt langsam. Was soll man dagegen machen? Da kann man leider nichts gegen machen. Und dann schicken wir mal De Bruyne, mal gucken, ob der ein Ticken schneller ist als der Herr Dost. Und dann geht es hier nochmal auf Caligiuri und Caligiuri vertrödelt hier aber den Ball, leider Gottes. Möchte Luis Gustavo jetzt nochmal probieren.
kommt aber leider nicht rein, kommt noch nicht mal in die Nähe des Tores, beziehungsweise er war einfach viel zu hoch. Nico Schulz wird reinkommen, der Herr, ist das überhaupt Nico Schulz? Und Herr Behrens kommt raus bei Hertha BSC Berlin. Eieieiei, da tänzelt der Herr Tana den ein oder anderen Spieler aus. Jetzt wird's gefährlich nochmal. Aber der VfL Wolfsburg konnte klären. Und De Bruyne setzt sich hier noch durch gegen Hertha. Legt sogar nochmal zurück und Caligiuri eiskalt. Caligiuri ist der Mann des Spiels. In der 90. Minute auf 4:0 erhöht. Das ist dann echt ein Traumergebnis. Da bleibt der De Bruyne eiskalt vor dem Torwart stehen und schießt nochmal zurück auf Caligiuri, der da angesprintet kam in höchster Manier und legt den Ball dann zurück. So, Wolfsburg möchte wahrscheinlich hier noch ein Tor schießen am liebsten. Aber Hertha hat sich echt nicht aufgegeben. Weiß natürlich, dass dieses Mal die Punkte verloren sind. Und da kommt dann ein Ball auf Caligiuri. Caligiuri lässt sich aber abdrängen. Und dann gibt es den Schlusspfiff. Und ja, damit gewinnt der VfL Wolfsburg 4:0 gegen Hertha BSC, den Fußballclub, den Bundesliga-Club aus Berlin. Und hier sehen wir noch, wie sich die Fans und auch die Spieler freuen. Und die Herthaner leider nicht. Und damit verabschiede ich mich dann von diesem Spiel Hertha BSC zu Gast in Wolfsburg. Und ich bedanke mich dafür, dass du zugeschaut hast. Hoffe, du schaltest in der nächsten Folge wieder ein. Abonniert unseren Kanal. Bis dahin.